geht? Oder soziale Medien meinen Sie jetzt? Was das Erreichen der Jugend angeht, wenn man sich die Umfragewerte anguckt, gerade auch bei jungen Wählern. Also erstmal haben wir eine ganze Menge Themen, die auf der Straße liegen, ehrlich gesagt. Die Missstände, die es gibt, Migration, Corona zum Beispiel, das spricht viele junge Leute auch gerade an. Insofern sind, glaube ich, die Themen an sich schon da. Und wir sind diejenigen, die das Ganze noch etwas mehr an die Öffentlichkeit bringen, auf eine oftmals heiter offensive Weise, so versuche ich es jedenfalls. Und wir haben halt die neuen Medien, die sozialen Medien, sicherlich mehr und früher genutzt als die anderen, weil wir auch den Bedarf anders sehen, weil natürlich unsere Inhalte über die etablierten Medien, so wie Sie, nicht so transportiert werden oder nicht so oft und so richtig vielleicht, dass wir viel mehr Bedarf hatten, selber die Leute anzusprechen. Ich habe ja gerade mit Herrn Helferich gesprochen, der sprach auch davon, dass es um eine Art, also dass es eine Art Kulturkampf ist, auch irgendwie eine Art Popkultur zu werden oder eben an Jugendliche ranzukommen. Wie sehen Sie das? Oder beziehungsweise wie hat sich die AfD da in der Hinsicht entwickelt? Also früher waren Sie ja nicht unbedingt bekannt dafür, von jungen Menschen gewählt zu werden. Nicht bekannt dafür, aber es war auch damals schon so. Also interessanterweise wurden wir immer schon sehr, sehr viel von jungen Leuten gewählt. Also junge heißt dann auch bis 35. Und gar nicht so sehr von der Rentnergeneration, was ich am Anfang 2013 viel mehr angenommen hätte. Die ganzen alten CDUler und sagen wir, vielleicht noch frustrierte SPDler. Aber die bleiben bei dem, was sie immer gewählt haben, so ein bisschen, also eher. Popkultur, boah. Also wir sind jedenfalls diejenigen, die halt eher als rebellisch wahrgenommen werden. Also wer heute links ist, ist kein Rebell, sondern ist eher etabliert und angekommen. Gerade auch im Kulturbereich, im Medienbereich und in der Politik sowieso. Insofern spricht dieses Verhältnis vielleicht per se schon mal Jugend nicht so mehr an wie früher mal. Und stattdessen spricht sie was an? Naja, dass man Inhalte, andere Inhalte anspricht, wie zum Beispiel eben Migration, das ist mein Hauptthema neben dem Thema Bauen und Wohnen. Und dass man auch das Ganze etwas, ich nenne es halt immer heiter offensiv, vielleicht was frecher auch anspricht. Und mein Herangehen ist ja oft so, dass ich halt direkt mit Leuten rede, auf Demos, Veranstaltungen oder wie auch immer. So ein bisschen unterhaltsamer Reportagestil. Was ja jetzt aber eigentlich Ihrem Job als Bundestagsabgeordneter gar nicht so entspricht, oder? Entspricht im Sinne von ist nicht üblich, aber das sollte vielleicht viel mehr üblich sein. Ich denke, dass es gerade Aufgabe eines Abgeordneten sein sollte, mit der Öffentlichkeit ins Gespräch zu kommen und das auch wiederum zu vermitteln. Also das ist die Frage, wie man dann seinen Job versteht. Viele sitzen hier und denen sieht man es auch an irgendwann. Es wird viel gegessen. Insofern mal rausgehen, um da, ich glaube, Gabriel war es, da wo es kracht und stinkt und tönt und sonst wie, da wo was passiert. Das ist, glaube ich, für die meisten einfach interessanter, als wenn ich mich nur irgendwo hinstelle und erzähle, dass ich gerade die 6. Änderungsverordnung zum 7. Kreisverkehrsgesetz beschlossen habe. Über wie viele Plattformen und wie versuchen Sie denn, die Jugendlichen zu erreichen? Also wir haben jetzt keine gezielte Strategie, um Jugendliche anzusprechen, ehrlich gesagt. Sondern es ist eher so, mein Ursprungsmedium, das, was wir von Anfang an sehr viel gemacht haben, war YouTube. Das hat ja eine andere Tiefe als TikTok. Also sind typischerweise etwas längere Sachen. Es gibt auch mehr Interaktion, also über Kommentare und so weiter. Und am Anfang war es so, dass wir schlichtweg das, was auf TikTok schon da war, auf YouTube schon da war, zurechtgeschnitten haben. Also auf kleine Schnipsel. Das hat sehr gut funktioniert. Und mittlerweile mache ich auch schon mal ab und zu vielleicht was Kleines nur für TikTok. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich eine TikTok-Strategie habe. Aber was ist denn bei den Jugendlichen, was fängt denn bei den Jugendlichen am besten? Das wäre mal interessant zu wissen, ehrlich gesagt. Das müsste mal sowohl vielleicht Parteifraktion als auch Medien mal genauer analysieren. Vielleicht ist ja Ihr Beitrag dann ein Stück davon, das herauszufinden. Jedenfalls bei uns, wie ich es feststelle, ist es so, dass sehr viel unmittelbare Gespräche gut sind. Also dass in der Demo, dass auf der Straße, wo Leute zu Wort kommen, authentisch. Das läuft ganz gut. Und halt je nachdem, wenn wir
Sachverhalte auch auf eine witzige Weise aufbereiten und mit einem Greenscreen, das heißt, hinter mir ist eine grüne Leinwand, wo wir Sachen einblenden können, um Dinge noch etwas näher zu erläutern und zu beschreiben. Haben Sie denn gerade Ihr Handy dabei und könnten mir ein paar TikTok-Videos zeigen? Oder? Zufälligerweise habe ich mein Handy dabei, ja. Kannst du das, ist das total genug, um das... Wollen Sie dann mir über die Schulter gucken oder soll ich rüberkommen? Dass er es zeigt. Also das siehst vielleicht, dass Sie... Oder Sie können es auch bei sich zeigen. Nein, dass Sie das vielleicht einfach auf Ihrem Handy gucken und dann einfach mir so zeigen. Dann okay. Ist es doch wahrnehmbar, oder? Ab hier müsste es gut zu sehen sein. Halt genau, weil wir haben zeigen, ja auch... Da kann ich Ihnen sagen, ob es klappt. Genau. Was wollen Sie denn sehen? Sie kennen die Videos ja. Genau, mir wäre es eigentlich recht, wenn Sie mir zeigen, also was mich interessiert ist, was am besten geklickt wird oder am meisten geklickt wird oder welche Inhalte und vielleicht können Sie auch mir erklären, wie Sie vorgehen oder ich meine, vielleicht gibt es auch ein Video, was Ihnen besonders gelungen vorkommt oder wo Sie auch ein bisschen damit erklären können, was Ihre Herangehensweise ist. Mhm. Also ich sag mal, auf gewisse Weise etwas Klassisches. Ich komme jetzt mal rüber, ne? Oder wie soll ich das? So. Ach, geht das so? Okay. Genau, also Sie könnten so und dann... Ein Video, was schon ein bisschen älter ist, von 2018. Da war eine Demo, eine Veranstaltung, als Erdogan in Köln war. Ich komme ursprünglich aus Köln. Und da ging es darum, dass die Moschee in Köln-Ehrenfeld eröffnet wurde. Und dann war da ein buntes Sammelsurium von Leuten, also natürlich vorzugsweise Türken, die eher Erdogan gut finden. Und ich bin auf alles zugegangen und habe den Leuten gesprochen. Und da haben wir verschiedene Sachen rausgenommen, Schnipsel. Zum Beispiel hier sind Osmanen Germania, nennen sich die. Das sind so, das habe ich selbst geliked. Sind Osmanen Germania, die Erdogan auch irgendwie gut finden. Und ich habe einfach die Leute angesprochen und gefragt, hey, was ist gut an Erdogan? Ist ja so toll, vielleicht können wir mal tauschen. Nehmt ihr Merkel, nehmen wir Erdogan. Gute Idee. Also natürlich ein bisschen spaßhalber. Und dadurch, durch die Situation, kommen Gespräche zustande, die auch mal durchaus einen guten Eindruck geben, wie diese Leute denken. Und für uns war es eine gute Erkenntnis, dass wir da verschiedenste Leute getroffen haben, die auch Sachen nicht gut fanden. Auch Erdogan nicht gut finden, gerade wenn man Kurden trifft natürlich. Und wichtig war auch zu sehen, auch wenn man Erdogan nicht gut findet, ich finde ihn nicht gut, dass dann Erdogan aber in der Lage ist, diesen Menschen eine gewisse Zusammengehörigkeit zu vermitteln und eine gewisse Stolz auch. Und das war halt auch gut zu sehen, wie diese Menschen damit umgehen. Und so ist ein Beispiel eines Videos, das sehr gut angenommen wurde. Ich glaube, auf YouTube ist es 700.000 Mal gelaufen, auf Facebook wahrscheinlich noch mehr, keine Ahnung. Und diese Art Videos machen wir auf verschiedenste Weise. Das war jetzt eben Erdogan. Was ist denn das meistgeklickte gerade bei Ihnen? Das meistgeklickte ist das hier. Auch ein Klassiker. Also Nazis raus ist immer wieder gern gehörter Antifa-Spruch. Das heißt, wenn man auf einer Demo ist, das war eine Veranstaltung der AfD in Mühlheim an der Ruhr. Ich weiß nicht genau, wann das war. Da war ein Riesenpulk von, wie würde man sagen, Wutbürgern. Also von Leuten, die diese Veranstaltung nicht zulassen wollten. Die nicht nur gegen die AfD sind, sondern aktiv dagegen vorgehen wollten. Es war sehr viel Polizei nötig. Und ich habe mit den Leuten gesprochen, versucht zu sprechen. Und regelmäßig hören sie dann halt nur irgendwelche Nazis rausrufe oder ähnliches. Und der ältere Herr hat mir so eine Rassel ins Gesicht gehalten. Erkenntniswert ist nicht ganz so groß. Aber jedenfalls war es wieder typisch für das Verhalten von Leuten, die für sich Toleranz in Anspruch nehmen, aber Dritten das nicht zugestehen. Auf die Art und Weise wird relativ häufig auf solchen Demos agiert und wir zeigen das auch, weil das komischerweise, ehrlich gesagt, von anderen Medien nicht aufgegriffen wird. Also es gibt immer wieder durchaus viel in der Presse über Übergriffe auf Politiker. Das ist noch kein Übergriff, das ist jetzt hier egal. Aber das macht ja auch Spiegel, dass man sagt, okay, Politiker werden immer mehr Ziel von irgendwelchen Übergriffen und dass die AfD gerade im Wahlkampf Hauptziel solcher Übergriffe ist, findet ehrlich gesagt in meiner Wahrnehmung nicht statt. Und das ist echt bedauerlich, weil es gibt halt immer mehr solcher Sachen, auch Gewalt. Und wir versuchen zumindest über Videos
wenn wir direkt auf die Leute zugehen, diese Szenerie einzufangen und dann auch klar zu machen, das findet statt. Und wenn wir es nicht aufnehmen, weiß es keiner. Was ist denn Ihre Botschaft an junge Menschen? Oder beziehungsweise welche Werte und welche, ja, fangen wir bei den Werten an. Welche Werte sollten junge Menschen hier haben oder was wollen Sie da auch vermitteln? Ganz wichtig ist, dass man seine Meinung frei bilden darf und auch Dinge hinterfragt. Und das ist insbesondere mit Blick auf die klassischen Themen, die aktuell uns umtreiben oder umtreiben müssten, manche eben nicht, ganz enorm wichtig. Migration, Corona vor einiger Zeit, jetzt sicherlich nicht mehr ganz so aktuell. Das Thema Energieversorgung ist sicherlich enorm wichtig. Dass man da einfach mal nachfragt, was ist plausibel? Ist es plausibel, Atomkraftwerke auszuschalten und sich Strom woanders zu kaufen, aus Atomkraftwerken in Frankreich und Polen? Ist das plausibel? Ist es plausibel, alles ganz schnell umstellen zu wollen von der Energieversorgung? Also Heizungen, die laufen und die auch lange weiterlaufen und sehr effizient sind, ausbauen zu müssen, beziehungsweise jedenfalls, wenn ich neue einbaue, solche nicht mehr zu nutzen, sondern eben andere, die noch gar nicht erprobt sind? Ist es plausibel, wenn ich Millionen Menschen ins Land lasse, was passiert ist, und dann sage, ui, es fehlt Wohnraum und es wird immer teurer, werden die Mieten immer höher? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Nachfragesteigerung, also das ist mein Bereich, ne, Bauen und Wohnen, gibt es einen Zusammenhang zwischen massiver Einwanderung und enormer Wohnungsnot? Wir sagen ja, die anderen sagen nein. Sie arbeiten da bei TikTok auch mit Videos oder? Ganz kurz die Rollbahn abholen. Nein, das stimmt. Hä? Nö. Der nächste kommt. Aber dann war es das, glaube ich, auch. Haben die nur zwei? Ich hoffe. Sind wir wieder durch? Mhm. Okay. Genau, mir geht es, ich meine, Sie sprechen ja Themen an, die Sie beschäftigen, mir geht es aber jetzt um den Fokus auf die Jugend. Welche Werte fehlen Ihnen denn vielleicht auch bei der Jugend? Welche Werte wollen Sie bei der Jugend irgendwie anbringen als Partei? Also warum, uns geht ja so die Frage, also uns beschäftigt, warum junge Menschen sich von der AfD vertreten fühlen, sich mit ihr identifizieren. Da geht es aber ja auch um Identität, um Gefühl von Werten, die vermittelt werden und die offensichtlich sehr gut ankommen. Was? Also vorrangig sicherlich, was mit uns verbunden wird, ist, dass man etwas für sein Land tut, für sein Volk tut. Allein wenn man Volk sagt, ist man wahrscheinlich schon bei vielen verdächtig. Also vielleicht auch bei manchen Spiegelredakteuren. Und das spricht, glaube ich, viele junge Leute an, weil die ein Verständnis dafür haben, dass es Zusammengehörigkeit gibt und dass das was anderes ist, wenn ich Deutscher bin, Europäer bin, als vielleicht, wenn was in einer anderen Weltgegend passiert. Dass es eben mich weniger angeht, ich mich darum sehr wohl kümmern kann. Aber die Frage ist, was ist vorrangig? Und das ist bei jungen Leuten vielleicht etwas unverstellter als bei meiner Generation, ich bin Jahrgang 75, die dann auch sehr in der Schule indoktriniert wurden, was jetzt auch so ist, aber was vielleicht damals sogar noch mehr war als heute, ich weiß es nicht genau. Als Beispiel. Das heißt, es geht um Stolz und um... Um Identität im Sinne von Zusammengehörigkeit auch sicherlich. Wie würden Sie diese beschreiben oder wie würden Sie Deutschtum beschreiben? Also was wären das für Tugenden? Das ist ja ein abstrakter Begriff, Zusammengehörigkeit, das kann ja für andere Länder genauso zutreffen. Genau, aber beschreiben Sie es mal für sich oder auch insbesondere die jungen Menschen, genau, die AfD jetzt wählen. Dass man gemeinsam auch eine Geschichte hat, die länger ist als 12 Jahre und dass man darauf auch zurückschaut und daraus Erkenntnisse ableitet und das eben einen auch verbindet, weil die Familien auch gemeinsame Geschichte erlebt haben, dass wir gemeinsame Sprache sprechen, auch ein wichtiger Punkt, die immer mehr verschwindet teilweise.
und dass wir daraus ableiten, etwas für uns gemeinsam tun zu wollen, eben füreinander einstehen. Das heißt immer was Gegenseitiges auch. Also wenn viel Solidarität oft beschworen wird, ist es durchaus fraglich, ob man solidarisch sein muss und überhaupt kann mit Leuten, die hier hinkommen und typischerweise nichts oder kaum etwas, jetzt aus rein wirtschaftlicher Perspektive, beitragen zu diesem System. Also Beispiel, Sie haben eine junge somalische Mutter, die ist Ende 20, hat vielleicht schon 3, 4, 5 Kinder. Die wird nie etwas in Krankenkassen einzahlen oder andere Sozialsysteme, wird immer nur rausnehmen. Welche solidarische Veranlassung haben Sie als junger Mensch, das zuzulassen oder sogar zu wollen? Ja, aber als junger Mensch nimmt man ja Krisen auf der Welt wahr. Man nimmt wahr, dass Deutschland nicht isoliert ist und dass Deutschland auch eine gewisse Verpflichtung hat in der Welt. Also, welche Verpflichtung genau meinen Sie jetzt? Naja, wir sind ja nicht komplett isoliert. Es gibt wirtschaftliche Verbindungen. Es gibt Jahrhunderte von Geschichte, die uns natürlich mit der ganzen Welt verbindet. Mit was verbinden uns Jahrhunderte der Geschichte mit wem genau? Also, weil das ist ja genau die Frage. Wenn Sie jetzt annehmen, ich müsste, keine Ahnung, im südlichen Afrika irgendetwas tun, ist die Frage, was muss ich tun und aus welcher Veranlassung? Und wie viele Menschen muss ich aufnehmen? Also das ist ja die Frage, die sich stellt, oder? Genau. Was meinen Sie jetzt genau? Haben Sie denn das Gefühl, dass es einen Teil der Jugend gibt, die quasi verloren wurde von den Parteien, auch weil sie eben genau das nicht vertritt, von dem Sie sprechen, dass man eben solidarisch ist mit der ganzen Welt und so weiter? Also ich habe eher den Eindruck, dass viele Leute nicht verstehen, dass viel Geld ins Ausland gegeben wird und eben nicht hier ausgegeben wird, obwohl es hier verdient wurde. Also ich glaube, ein normales Gefühl, was auch in anderen Ländern wesentlich unproblematischer ist, man setzt die eigenen Leute zuerst und man kann gerne auch woanders helfen. Aber die Frage ist doch erst, geht es hier den Leuten gut? Wie viele Obdachlose haben wir in Deutschland? Wie viele Leute können sich eben keine so angemessene Lebensführung vielleicht leisten oder würden sich andere Sachen leisten wollen? Und warum muss ich dann Millionen Leute nach Deutschland holen, wenn ich mit dem gleichen Geld Faktor 10 im Ausland unterstützen wollte, wenn ich das will? Also die Fragen stellen sich doch gerade für junge Menschen. Genau, dann lassen wir uns gerne bei jungen Menschen bleiben. Mir geht es darum, so ein bisschen zu verstehen, also... ich möchte gerne nochmal darauf zurückkommen. Also haben Sie das Gefühl, auch die Jugend in Teilen schützen zu müssen? Schützen ist vielleicht jetzt nicht der richtige Begriff, ehrlich gesagt, aber wichtig ist, dass wir Öffentlichkeit herstellen bei der Jugend, dass wir sie auch informieren und auch gut zureden, dass wir eben solche Sachen wie, ich mach's mal relativ banal, so banal ist es vielleicht gar nicht, sowas wie Body Positivity, also Fettakzeptanz, finde ich hochproblematisch, ehrlich gesagt. Wenn jemand nichts dafür kann, dass er dick ist, dann ist das eben so. Aber dass man immer mehr auch vermittelt, alles ist irgendwie gut, alles ist irgendwie richtig und nicht nur, naja, sei so, aber darf es sogar noch gut finden und andere, die es nicht gut finden, müssen abgestraft werden, das halte ich für verkehrt. Ich denke schon, man sollte der Jugend vermitteln, dass es gut ist, sich gesund zu ernähren. Und dass man auch natürlich sich körperlich fit hält. Dass es richtig ist, das zu tun und dass auch vorgelebt wird. Und dass wir nicht sozusagen manche Trägheit, das auch nach außen hin noch körperlich zeigen. Ist jetzt ein Beispiel, was vielleicht jetzt nicht keine Kernaussage ist, aber was gerade auch bei Jugendlichen eine große Rolle spielt, Äußerlichkeiten. Das darf nicht dazu führen, dass jetzt irgendwelche Frauen, gerade bei Frauen leider ja, dann irgendwelche Übermaß entwickeln in eine falsche Richtung, zu dünn sind, aber dass man auch klar vermittelt, es ist gut und richtig, stark und gesund zu sein. Finde ich wichtig. Meinen Kindern vermittle ich das. Man könnte auf den Kanälen auch den Eindruck gewinnen, dass sie ganz gerne mit Klischees so ein bisschen spielen, vielleicht auch aufgrund der Kürze der Videos bei TikTok, wo natürlich irgendwie das plakativ sein muss. Man sieht zum Beispiel in einem Video einen vor der Ausländerbehörde, der ausrastet und das suggeriert so ein bisschen, dass das alle so sind. Ich glaube nicht, dass alle denken, dass alle so sind. Aber sondern haben Sie das Gefühl, es ist ja nie so, dass alle so sind. Ich glaube, das vermittelt weder den Eindruck, noch denken das dann alle so. Aber es gibt natürlich ein besonders hohes Maß an Problemfällen durch die Migration gerade. Wir haben eine viel ausgeprägtere Kriminalität,
von bestimmten Bevölkerungsgruppen. Das hat mit Zuwanderung zu tun. Das denke ich mir nicht aus. Das ist Statistik. Also ich habe zufälligerweise Statistiken dabei. Ich kann sie Ihnen gerne zeigen. Und genau darum geht es. Das ist nämlich dann entsprechend bei krassen Delikten, Sexualdelikte, gerade ein Riesenthema für junge Frauen, oder auch Gewaltdelikten, überwiegend Ausländer beteiligt sind. Und darüber muss man reden, finde ich. Von was für einer deutschen Jugend träumen Sie denn? Von einer fröhlichen, gesunden Jugend. Das können Deutsche sein oder auch andere Einheimische. Das kann auch ein junger Türke sein oder ein Perser, ein Pole oder, wie Sie gerade hatten, Eritreer, die überaus freundlich waren bei der Demo. Und was wollen Sie dann nicht sehen an Verhaltensweisen oder an... Sehen können Sie alles, nur das ist ja genau die eigene Wahl. Die sollen ja die Möglichkeit haben, sich alles anzuschauen. Nur ich für mich habe beschlossen, dass ich nicht jemand bin, der sagt, wenn du dick bist und du bist sogar noch selber durch welche Verhaltensweisen auch immer schuld, ist das gut, um in dem Beispiel zu bleiben. Ich bin jemand, der sagt, frag doch mal nach, welche Migration ist denn gut? Wie viel Migration, welche Migration verträgt denn Heimat, ohne Schaden zu nehmen? Dass man mal überlegt, wann ist es zu viel? Wann ist es falsch? Also Leute, weiß nicht, wie alt sie sind, aber sagen wir mal, gerade um die 30 jedenfalls, Leute, die 15 Jahre zurückdenken. 15 Jahre ist ja nicht so lang. Das war schon anders früher. War das besser, war das schlechter? Ja, manche Sachen so, manche Sachen so. Und dass man sich mal traut, das zu überlegen und zu dann Ursachen zu finden und dann noch zu überlegen, wie sieht es denn in 15 weiteren Jahren aus? Also Flaschenpost aus der Zukunft. Wie sieht Deutschland, das Land, in dem wir leben, in 15 Jahren aus, wenn diese Einwanderung so weitergeht? Wie sieht das denn Ihrer Meinung nach aus? Wenn es so weiterginge, katastrophal. Und ich hoffe sehr und ich arbeite dafür, dass es eben nicht so weitergeht. Im Gegenteil. Dann nochmal konkreter die Frage. Wie wünschen Sie sich die Jugend in 15 Jahren, beziehungsweise eine AfD-wählende Jugend? Also was sind, weil wir bleiben da so ein bisschen schwammig. Nee, ich würde gerne. Gar nicht. Ich finde, ich hoffe Sie fröhlich und voller Hoffnung, dass viele Dinge, die falsch gelaufen sind, wie eben eine schädliche Massenmigration, wieder rückgängig gemacht werden können. Das wünsche ich mir, dass eine Jugend das auch als Motivation nimmt und dass es auch funktioniert. Das ist ja nichts, was in 3-4 Jahren funktioniert, sondern es dauert ja Jahrzehnte. Und dass man viele, viele Entwicklungen in dem Land wieder gerade rückt. Auch was konkret ein Bürgergeld anbelangt. Das ist jetzt so laut. Und ich danke dafür, dass das, was ich sage, auch immer wieder Anklang findet und aus der letzten Ecke geklatscht wird. Nein, das war jetzt Zufall, okay. Nein, aber zum Beispiel sowas wie Bürgergeld. Dass ich jetzt mehrere Erlebnisse hatte beim Friseur, auch bei anderen Leuten, die in der Pflege arbeiten, die sagen, ganz ehrlich, das ist eine Unverschämtheit. Für sie lohnt sich Arbeiten ehrlich gesagt gar nicht mehr. Die gehen trotzdem arbeiten, weil sie es natürlich auch sinnvoll finden. Das ist ja auch sinnstiftend Arbeit und eine Struktur für den Tag. Aber es ist halt auch einfach krass, je nachdem, wie sehr ich welche Leute für was mit Geld ausstatte. Das ist auch wieder eine Frage der Solidarität. Alle anderen, die arbeiten gehen, müssen das verdienen. Und da rede ich jetzt nicht von gut bezahlten Redakteuren und gut bezahlten Abgeordneten, sondern von Leuten, die halt, sagen wir mal, ein kleineres Salär kriegen, die bezahlen das mit. Und das ist nicht in Ordnung. Da muss man eben überlegen, und das ist auch junge Leute definitiv angeht. Wenn die überlegen, welche Ausbildung mache ich, welchen Lebensweg will ich gehen, oder hält hier einer eine soziale Hängematte bereit, das ist ja auch nicht unbedingt persönlichkeitsbildend in die richtige Richtung, wenn man sich auf das Geld Dritter verlässt. Auf Ihrem Kanal oder auf den verschiedenen Kanälen schüren Sie Angst auch vor der Zuwanderung. Was macht das besonders gut? Also die Angst vor einer Zuwanderung. Naja, das ist ja eins Ihrer wichtigsten. Aber was ist denn, was für eine Wertung, wenn Sie sagen, ich schüre Angst? Ich rede über Migration und über die Gefahren, die von ausgehen. Bin ich bei Ihnen. Aber wenn Sie sagen, ich schüre Angst, verstehe ich das nicht. Wieso schüre ich denn Angst? Wie mache ich das? Es geht ja auch viel über die Bildsprache. Also wie gesagt, Sie nutzen Bilder, die eindeutig, wo auch so ein bisschen ironisch mit dem Begriff umgegangen wird, dass es das Fachpersonal, das kommt. Ja. Man sieht jemanden, der irgendwie von einer Ausländerbehörde ausrastet. Das ist natürlich, also Sie können ja jetzt, Sie sagen ja selber, Sie... Sind das Sachen, die passiert sind oder die ich mir ausgedacht habe? Gehen da humoristisch ran. Ich frage mich, mir geht es ja um die Jugend gerade.
klickt sich das besonders gut. Aber sind das Sachen, die ich mir ausgedacht habe oder die passiert sind? Also ich glaube, ich bin da auf einer Linie mit dem Spiegel, jedenfalls früher gewesen, sagen, was ist. Das tue ich. Ich gehe zu den Leuten, gucke mir Sachen an, spreche mit ihnen, höre, frage nach und in der Tat ordne das ein. Und ich sehe durch die Migration, die seit den letzten Jahren stattfindet, definitiv große Gefahren. Aber ich schüre keine Angst und ich nehme die Themen auf, die da sind und die ehrlich gesagt von vielen anderen Medien eben nicht so transportiert werden, wie viele Menschen sie wahrnehmen. Das ist ein großes Versäumnis der etablierten Medien und vielleicht auch ein Grund, warum ich letzte Woche Freitag waren wir in Neukölln, mit Blick darauf, dass dort verbotene Demos, ich sag mal, doch noch irgendwie halbwegs stattgefunden haben, dass hier junge Menschen waren, vor allen Dingen arabische. Und da wurden wir überhaupt nicht aggressiv, im Gegenteil. Es war eigentlich ein total umgänglicher Ton. Aber als wir dann von einigen Leuten als Medien erkannt wurden, was wir nicht in dem Sinne sind, keine etablierten Medien. Sie haben sich aber auch nicht als AfD erkannt? Nö, wir gehen rum und sprechen mit den Leuten. Warum geben Sie sich eigentlich nicht als AfD? Das machen wir immer. Das machen wir immer. Wir sagen immer, wenn ich gefragt werde, ich bin Abgeordneter, ich bin von der AfD. Wenn Sie gefragt werden, aber ja. Sie stellen sich nicht vor. Warum sollte ich das? Machen Sie das? Habe ich eben nicht erlebt. Ich bin ja nicht bei der AfD. Aber als Spiegel machen Sie natürlich, das? Natürlich, das müssen wir. Nein, es war eben nicht so. Wir waren eben mit Ihren Leuten draußen, die haben sich nicht als Spiegel vorgestellt, die haben genauso gefilmt wie wir, ohne was zu sagen. Mir geht es aber... Aber genauso war es. Aber das war Ihr Beispiel gerade. Warum ich das nicht mache? Sie machen das auch nicht. Wir waren eben mit Ihrem Team draußen, andere als die hier sind, die haben das auch nicht gemacht. Die haben genauso gefilmt wie wir, von der Leber weg. Ich mache es genauso. Ich spreche unbefangen mit den Leuten. Wenn jemand wissen will, wer ich bin, sage ich immer aus dem Bundestag, Abgeordneter, AfD, hier meine Karte. Kein Problem. Hätte ich das gemacht letzte Woche in Neukölln, wäre wahrscheinlich sogar noch mehr Gutes entstanden. Aber die dachten, ich wäre irgendein normales Medium. Und dann haben sie irgendwann gesagt, weg, weg und geschrien. Und dann war halt auch kein Gespräch mehr möglich. Ich habe das im Lächeln quittiert, mein Gesprächspartner auch. Und der Rest war einfach zu aufgebracht, weil die sich wohl auch nicht richtig wiedergegeben fühlen, was ich durchaus verstehen kann. Wie wichtig ist denn diese, also ohne, also würden Sie Ihre Arbeit oder wie groß oder wie wichtig ist die Rolle dieser Medien, mit denen Sie da arbeiten? TikTok, Instagram, YouTube und so weiter. Ist parlamentarisch im Vergleich oder was meinen Sie? Nein, bei Ihrer Arbeit oder bei dem Gefühl, irgendwie die Bevölkerung erreichen zu wollen. Was hat sich da geändert? Also, oder anders gefragt, seit wann sind Sie auf TikTok? Also, Sie haben es mich eben Aufzug schon gefragt. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube 3 Jahre. Das hat am Anfang, haben wir es einfach zeitlich nicht hinbekommen. Dann haben wir so ein bisschen was gemacht. Dann hat ein jüngeres Familienmitglied bei mir mal ein paar Sachen nebenbei gemacht, so als Taschengeldmitarbeit. Das ist sehr gut gelaufen. Der hat es dann irgendwann liegen lassen, aus Faulheit. Und jetzt machen wir es wieder. Und wenn ich ehrlich bin, TikTok läuft gar nicht so gut. Also TikTok ist jetzt nicht die große Followerzahl. Da kann man sehr viel schnell, sehr viel mehr erreichen. Das haben wir noch nicht, längst nicht. Wir versuchen das jetzt erst. Wir sind so, ich sag mal, von den Followern auf einem Niveau wie Spiegel TV. Das sind wir beide nicht zufrieden, glaube ich. Mein Medium ist eigentlich YouTube. Also am meisten, finde ich. Das liegt mir am meisten. Wissen Sie da was über Ihre Zielgruppe? Also wissen Sie, wie alt die Menschen sind, die Sie konsumieren? Interessanterweise, also bei YouTube jedenfalls, auch sehr viel Ältere. Also älter, sage ich jetzt mal 35 plus. Und es sind gleichwohl, ich denke, so ungefähr 80% Männer, was ich sehr schade finde. Und bei TikTok, wissen Sie da irgendwas über die... Das müsste mein Mitarbeiter wissen. Also das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Kannst du was? Nee, auch nicht. Ne? Also ist nicht aktuell. Nee. Okay. Also letztendlich, muss ich gestehen, ist es mir auch egal. Weil ob ich jetzt den 17-Jährigen erreiche oder den 54-Jährigen, wichtig ist für mich, die Öffentlichkeit zu erreichen, und Vertrauen zu gewinnen. Also spielt die Jugend echt gar nicht so eine große Rolle bei Ihnen? Die ist wichtig, aber ich habe jetzt keine spezifisch jugendorientierten Beiträge, außer vielleicht, ich habe vor kurzem 1000 Aufkleber verschenkt. Das haben wir beworben über diese Medien. Und da haben sich natürlich vorwiegend junge Leute gemeldet und ein paar Bücher, die ich verschenke. Da sage ich auch schon mal, bitte nur, wer unter 20 ist oder so, damit das Feld ein bisschen eingeengt ist und auch Leute sich melden, die jetzt vielleicht die 20 Euro, die das kosten, normalerweise eben nicht direkt haben. Aber TikTok nutzt man ja schon eher als Plattform, um gerade eher jüngere Menschen zu erreichen, oder? Oder warum nutzen Sie TikTok?
wir nutzen alle Plattformen. Warum? Weil wir alle erreichen wollen. Wir nutzen Facebook, TikTok, YouTube, Telegram, Instagram. Genau. Also Sie ja auch, als Spiegel haben ja auch, glaube ich, wahrscheinlich alle, wir haben uns mal Instagram bei Ihnen angeguckt, Sie nutzen das ja auch. Wir wollen ja auch alle möglich erreichen, genauso geht es uns ja auch. Also ob alt, jung, Frau, Mann, egal. Und interessant wäre, vielleicht kann ich eine Frage stellen, bei Instagram haben Sie, ich glaube, fast 10.000 Beiträge als Spiegel, finde ich auch. Reden wir gerade von Spiegel oder Spiegel-TV? Spiegel, weil Spiegel-TV haben Sie, glaube ich, nicht. Die gehören ja alle zusammen. Also interessant war jedenfalls, dass Sie zum Beispiel über 40 Beiträge haben zu George Floyd und nicht einen zu Maria Ladenburger und ganz vielen anderen Tötungen in Deutschland oder Massenvergewaltigungen. Da kommt das alles nicht vor. Also das ist vielleicht auch noch ein Punkt zur Medienstrategie. Wie sehen wir das Ganze? Warum sind wir erfolgreich? Wir vielleicht auch viele Punkte aufgreifen, die bei Ihnen gar nicht stattfinden, komischerweise. Die uns aber trotzdem genauso angehen. Ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, weil ich versuche das immer wieder, weil ich weiß, Sie wollen politische Inhalte und das ist auch wichtig und so unterbringen hier in diesem Interview. Mir geht es aber einfach darum, wir reden über die Jungen wieder. Wir reden über Jugendliche, die sich von Ihnen bzw. der AfD vertreten fühlen und sich mit ihren Positionen identifizieren. Ich finde das spannend. Ich finde auch spannend, dass Sie über so viele Kanäle auch an die Jugend herantreten. Mhm. Und mir geht es eben darum, also ich kennen, glaube ich, auch viele einfach ihre Position. Mir geht es darum zu verstehen, was das für Werte sind. Herr Helfferich hat vorher auch gemeint, ja, es geht darum, dass einfach viele junge Menschen sich von der Linken nicht mehr vertreten fühlen, dass sie, was Transgender-Diskussionen und sowas angeht, es nicht verstehen. Gutes Beispiel. Was kriegen Sie denn da mit? Also mir geht es einfach auch ein bisschen darum zu verstehen, wer sind diese jungen Menschen, die Sie wählen oder die Ihre Inhalte gucken. Bleiben wir mal bei Transgender, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Dass es Menschen gibt, die sich nicht in ihrem Körper zu Hause fühlen, richtig fühlen, dass die hormonell irgendwie anders sind, als ihr Körper es ihnen oder ihr Äußeres ihnen vermittelt. Ja, aber dass interessanterweise bis in die CDU hinein dann das dermaßen überdreht wird, dass man dann jungen Menschen sogar mehr oder weniger fast nahelegt, sowas mal auszuprobieren. Das verstehen auch viele junge Menschen nicht. Und die sagen auch, ganz ehrlich, was soll das? Das ist ein Spartenthema, was aber auf einmal überall sich wiederfindet. Sodass dann teilweise schon auf irgendwelchen Toiletten, Herrentoiletten, Damenbinden liegen. Weil natürlich dann auf Herrentoiletten ja auch Leute sind, die mal Mann waren und dann aber Frau oder andersrum hin und her. Also ich glaube, viele Themen sind einfach ein bisschen drüber. Man übertreibt es. Die Grünen und alle von den Grünen Angetriebenen, dazu zähle ich auch SPD und Teile der CDU, übertreiben es einfach. Das ist bei der Migration der Fall, nach dem Motto, immer mehr reinholen, egal was mit den eigenen Leuten passiert. Finanziell, kulturell, gesellschaftlich, in jeder Form. Transgender ist genauso ein Thema. Klima ist auch ein Thema, über das man reden könnte. Finde ich auch wichtig. Sollte man vielleicht in meiner Partei auch noch ein bisschen offener damit umgehen. Aber in einem Übermaß, dass jeglicher, der irgendwie mal nachfragt, schon als nicht mehr salonfähig angesehen wird. Und das stört insbesondere junge Leute, die vielleicht einfach viel offener an Sachen auch rangehen. Und einfach mal sich vielleicht trauen, nachzufragen und auch viele Sachen gar nicht wissen und dann sagen, ist für mich nicht plausibel, frage ich mal nach. Und das ist ein Riesenproblem, durchaus auch flankiert durch die Medien, die das eben auch nicht mehr so zulassen, sodass eine NZZ mittlerweile auch lesbarer, also wichtiger geworden ist für Deutschland, also Neue Zürcher, weil sie eben Dinge in einem anderen Blickwinkel mal zulässt. Also es ist ein Versäumnis, eine Verengung. Und da sind wir vielleicht auf die Weise dann eben da, die eine Lücke besetzen. Haben die anderen Parteien da auch Fehler begangen? Ja, klar. Ja, klar. Also uns gäbe es ja nicht, wenn nicht eine CDU so agiert hätte, wie sie agiert hat. Also eine CDU vor 20, 30 Jahren, naja, ja 30 vielleicht,
die war einfach anders. Und also Helferich war bei der CDU, ich war früher auch in der CDU. Wir haben auch SPDler, wir haben alles Mögliche dabei. Ganz viele, die überhaupt nicht politisch waren. Aber es wurden einfach viele Themen in eine Richtung abgeräumt, in eine linke Richtung. Und die Leute sind aber nicht alle links. Also würden Sie sagen, ist rechts bei den Jungen inzwischen in? Wir arbeiten dran. Inwiefern? Indem wir das auch öffentlich machen, was wir tun, und immer mehr Leuten klar wird, stimmt, wenn das jetzt patriotisch ist, wenn das jetzt rechts ist, konservativ, wenn das jetzt nicht links ist, dann bin ich das anscheinend. Was für Etikett Sie nachher verteilen, ist mir egal. Also nicht Sie jetzt mal generell. Also, ne? Immer mehr Leute sagen, ja, die Themen, wir müssen mal konkrete Themen besprechen, das Thema, das Thema, das Thema, sehe ich auch so. Dann bin ich vielleicht schon irgendwie so wie die oder sollte die mal wählen. Was halten Sie denn von den Identitären? Eine sehr interessante, gewaltfreie, migrationskritische Jugendbewegung. Die vom Verfassungsschutz beobachtet wird und als Wenn das der Maßstab für einen AfDler sein soll, etwas gut oder schlecht zu finden, dann ist es in der Tat schwierig. Was der Verfassungsschutz sagt? Ja, das ist leider eine Regierungsbehörde, die völlig instrumentalisiert ist und leider ihrem Auftrag nicht gerecht wird, sondern neue Phänomenbereiche erfindet, wie Delegitimierung des Staates, was nichts anderes meint als Opposition zu dieser Regierung. Was würden Sie dazu sagen, wenn Corona-Proteste auf einmal alle im Phänomenbereich sind, die der VS sich selber geschaffen hat? Lassen Sie uns das gerne die, mal bei das, den das Identitären... Wären, das wären die Themen, aber ganz kurz, das wären ja die Themen, die eine kritische Presse auch mal beleuchten müsste. Genau das wären die Themen, wo man viele Leute wieder erreichen könnte, die dann vielleicht sagen, ja, das Bild war bisher unvollständig. Lassen Sie uns gerne mal bei den Identitären bleiben. Es geht da einmal auch darum, dass Sie ausländerfeindliche Agitation betreiben, laut dem Bericht. Laut es geht, Verfassungsschutz. Es werden Begriffe wie der große Austausch, Bevölkerungsaustausch, Remigration und so weiter benutzt. Mhm. Wo, benutze ich auch. Warum? Erklären Sie mir das mal. Weil der große Austausch, das würde mich mal interessieren, warum Sie als Bundestagsabgeordnete. Der große Austausch habe ich, glaube ich, nicht gesagt, aber Bevölkerungsaustausch. Und Remigration sage ich auch ständig. Was ist der Unterschied zwischen großer Austausch und Bevölkerungsaustausch? Ich weiß nicht, was Sie mit großer Austausch meinen, ehrlich gesagt. Aber ich sage Bevölkerungsaustausch. Vielleicht können Sie es mir erklären. Verstehen Sie darunter? Unter Bevölkerungsaustausch? Mhm. Dass wir seit Jahren eine millionenfache Einwanderung haben und dadurch die hiesige Bevölkerung immer mehr ersetzt wird. Und das haben Sie einfach durch aktive Programme, siehe Thema Ortskräfte Afghanistan, das ja nicht so richtig umgesetzt wurde bisher, Gott sei Dank. Das haben sie durch bestimmte Resettlement-Programme der UNO, die es gibt. Also ist, glaube ich, jetzt nicht streitig. Das also gibt es, das gibt Ihrer, es ja alles. Ist es, sind es in Ihren, nee, Augen, aber, ist es in Ihren das, Augen geplanter? Aber das gibt es doch. Gibt es das? Glauben Sie, dass, gibt es, dass gibt es das, was ich gerade gesagt habe, oder gibt es das nicht? Wichtig ist ja erstmal, ich wollte zwei Punkte machen. Ich habe aber den Begriff Bevölkerungsaustausch und dann wollte ich einen Punkt machen, eine aktive. Das ist zum Beispiel Resettlement, UNO. Gibt es. Gibt es? Gibt es. Nach Deutschland. Und es gibt dieses Ortskräfteprogramm der Bundesregierung, wo Tausende aus Afghanistan geholt werden sollen. Gibt es? Gibt es. Das ist aktiv. Und es gibt ein Zulassen, was aber im Ergebnis das Gleiche ist, dass wir seit 2015 Millionen Menschen ins Land gelassen haben. Tja, warum eigentlich? Die keinen Schutz bedürften, weil sie vorher durch 5 Länder gelaufen sind, wo Schutz schon längst da war, wenn sie überhaupt Schutz bedürften. Und dass hier keine Abschiebungen stattfinden, keine namhaften. Und deswegen ist das von dem, was passiert, ein Austausch und eine Verdrängung auf dem Wohnungsmarkt zum Beispiel. Diese Leute bekommen Wohnungen bezahlt. Ist so. Und die Leute, die sie bezahlen, also alle hiesigen, Deutsche und andere Einheimische, bezahlen die mit ihren Steuern und bekommen keine Wohnung selber.
oder müssen teure Mieten zahlen. Ich möchte mal was sagen. Ganz kurz, da sind wir einmal dabei. Also bleiben. Können Sie gerne machen. Mhm. Das hat zwar ehrlich gesagt nicht viel mit meinem TikTok zu tun, aber können wir gerne machen, ist ja kein Problem. Die machen, glaube ich, eine sehr gute Medienarbeit im Übrigen. Das ist es etwas. Es geht um junge Bewegungen allgemein. Genau. Mhm. Insofern interessiert mich, warum dann viele Medien, auch gerade der Spiegel, das Thema der Migration so einseitig dargestellt hat, dass dann eben gesagt wurde, ganz oft, da kommen alles Frauen, Kinder. Das ist nicht der Fall. Das sind überwiegend junge Männer. Das würde ich und die haben eine besondere, sehen, das, aber es die haben eine besonders, nein, die haben eine besonders hohe Kriminalitätsrate. Das sind genau die Themen, die Menschen immer mehr merken. Und das ist wichtig, dass sowas gesagt wird und nicht verschwiegen wird, weil sonst habe ich keine richtige Entscheidungsgrundlage, was ich für die Zukunft tue. Distanzieren Sie sich denn wäre, von Bewegungen? Ich möchte einmal ganz kurz, ich meine das ehrlich gerade. Ich meine auch alle Sachen ehrlich, die ich sage. Ich weiß, dass Sie mit der Kamera natürlich auch Interesse haben. Sie mit der Kamera genauso. Nee, genau. Deswegen sind wir doch da, beide. Alles gut. Okay. Ich habe gar keine Lust auf so ein... Wir müssen uns nicht so eine jetzige Debatte leisten, sondern es geht mir einfach darum, zu verstehen einmal, inwiefern Sie junge Menschen ansprechen wollen, was die Werte sind. Aber es geht auch darum, dass andere junge rechte Bewegungen natürlich auch Erfolge haben bei jungen Wählern, mit denen sie auch zum Beispiel zusammenarbeiten. Die AfD also nicht alleine arbeitet, sondern ja auch in Verbindung mit anderen. Mit wem arbeiten wir denn zusammen? Der Identitären Bewegung zum Beispiel. Wie denn? Sie waren zum Beispiel auch bei einem Treffen 2018 und Sie distanzieren sich auch nicht unbedingt von der Sie sich von der Identitären Bewegung? Distanzieren Sie sich vom Spiegel? Der wird zumindest nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Ist das der Maßstab? Ich habe ja gerade das Beispiel gebracht, dass Sie über George Floyd 40 Beiträge und mehr gebracht haben auf Instagram vom Spiegel. Keinen einzigen über irgendwelche Massenvergewaltigungen, keinen einzigen über irgendwelche also, Morde. Also Sie sind Bundestagsabgeordneter, der Verfassungsschutz beobachtet die identitäre Bewegung. Ja, aber ich frage Sie ja jetzt konkret zu einem Beispiel. Distanzieren Sie sich davon? Auch? Vereinbar auch, also zum Beispiel jetzt nicht nur mit dem Bundestag, also mit Ihrem Mandat, also, ganz sondern kurz, auch mit Ihrem Unvereinbarkeits... Okay, also ich distanziere mich. Unvereinbarkeitsbeschluss Ihrer Partei. Ich distanziere mich von niemandem. Und der Unvereinbarkeitsbeschluss meiner Partei, was besagt der denn? Mir geht es einmal darum, wie erklären Sie sich das? Wir müssen doch konkret werden. Wir müssen immer wieder sagen, was sagen Sie? Was meinen Sie mit dem Unvereinbarkeitsbeschluss meiner Partei? Was meinen Sie damit? Es geht um die Mitgliedschaft, aber Sie sind wahrscheinlich aber nicht Mitglied bei der Identitären Partei. Sie rufen nur zu Spenden auf oder unterstützen die Identitären. Ich bin kein Mitglied bei den Identitären, könnte ich gar nicht sein. Genau. Also, aber Sie unterstützen aber natürlich hat ja damit mit Spenden und aber, Hinweisen auf das Spendenkonto und so weiter, die Identitären. Finden Sie das gut? Gute Idee, muss ich aber machen. Und warum, was finden Sie an der Identitären Bewegung spannend? Das ist eine migrationskritische, gewaltfreie, sehr kreative Jugendbewegung. Also sehr idealistische junge Leute, die das nicht tun, weil sie damit Geld verdienen, wie viele andere Leute in irgendwelchen Parteien, sondern die mit offenem Visier sich für Deutschland einsetzen, finde ich sehr lobenswert. Würden Sie sich denn wünschen, dass sich mehr junge Menschen für Deutschland so einsetzen? Ich wünsche mir sehr, dass sich mehr Leute für Deutschland einsetzen. Also sehr, dafür arbeite ich ja auch. Was ist das denn für ein Deutschland, für das Sie sich einsetzen sollten? Ein gutes Deutschland, ein fröhliches, in dem die Leute Hoffnung haben und gut und gerne leben. Welche Leute? Alle Leute, die sich hier wohlfühlen und mit denen auch ein gutes Leben möglich ist. Das gilt aber nicht. Welchen ist denn das gilt für kein viele, gutes Leben möglich? Das gilt zum Beispiel für viele Leute nicht, die Gewalt auf unseren Straßen eskalieren lassen und hier nicht hinpassen. Deutsche oder Ausländer, Migrationshintergrund oder nicht? Wollen Sie jetzt Deutsche abschieben? Sie sagen es mir, wer passt denn hier nicht hin? Nee, geht ja nicht. Deutsche sind Deutsche. Deutsche Staatsangehörige können Sie nicht abschieben. Passiert nicht. Und wer passt hier nicht hin? Ganz viele Gewalttäter, zum Beispiel 300.000 Ausreisepflichtige, die schon raus müssten, aber nicht abgeschoben werden. Ganz viele Leute, die Gewaltverbrechen begehen, die dringend abgeschoben werden müssten. Ganz viele Menschen, die nur von Sozialleistungen leben und hier nichts beitragen. Es gibt das ja auch deutsche Gewalttäter und Deutsche, die von Sozialleistungen leben, oder? Wollen Sie es Deutsche abschieben? Ich weiß ja nicht, was Sie vorhaben. Ich habe es mehrfach gesagt, ich will das nicht, ich will keine Deutschen abschieben, es geht gar nicht. Und Sie haben mich mehrmals gefragt, ob ich auch Deutsche abschieben will. Ich sage,
Das habe ich nicht gefragt. Sie sagen, dass Sie, oder wir haben von einer Vision von Deutschland gesprochen, die Sie haben. Genau. Sie haben gesagt, es geht darum, dass alle fröhlich und glücklich dies, das sind. Ja. Und die Leute, die hier nicht herpassen, nicht dazugehören. Ja. Okay, das heißt Deutschland den Deutschen und dann... Das haben Sie jetzt wieder gesagt. Ich frage Sie, ich verstehe es nicht. Aber Sie unterstellen mir das ja gerade. Abschiebung. Was für ein Deutschland wollen Sie denn? Also geht es jetzt rein darum, Sie wollen ja immer auf was hinaus, was ich nicht gesagt habe, und unterstellen dann irgendwas. Und ich versuche das so zurechtzurücken. Ich habe gesagt, Remigration finde ich einen guten Begriff, richtig so, millionenfach. Und es wird viele Leute betreffen sollen, die etwa ausreisepflichtig sind, hat Ernst. Das sind 300.000 gerade. Das sind zum Beispiel viele Gewalttäter. Da muss man drüber sprechen, ab welchem Strafmaß die sollten wir abschieben. Und viele Leute, die nichts beitragen, die über lange Jahre Sozialleistungen bekommen und nichts beitragen. Und was, wenn das alles so umgesetzt wird, was bleibt dann für ein Deutschland? Ein gutes, sicheres, fröhliches Deutschland, das viel tut für die Menschen, die hier leben, Deutsche und andere Einheimische. Das sage ich immer und ausdrücklich. Wenn Sie mehrmals Reden von mir gehört haben, werden Sie immer hören, ich sage immer Deutsche und andere Einheimische. Was meinen Sie mit Einheimische? Damit meine ich halt den Perser, den Türken, den Polen, den Eritreer, wen auch immer, der hier auch hingehört. Mit denen es sehr gut funktioniert und da haben wir viele Beispiele. Sind Sie nur, dass Sie mir das wahrscheinlich nicht glauben und immer wieder darauf hinaus wollen, dass irgendwie alles ganz anders ist, als ich sage. Das wollen das Sie passt bei halt mir nicht. Auch. Also deswegen ist es ja sowieso ein bisschen anstrengend hier. Aber Sie finden es anstrengend, wenn ich Ihnen Fragen stelle? Ich frage einfach nur mal gerne nach, weil manche Sachen verstehe das ich einfach Das finde ich nicht. Auch gut, dass Sie nachfragen. Ja. Dann nur als letzten Themenkomplex. Haben Sie denn sind Sie denn auch viel im Austausch mit jungen Menschen? Also kontaktieren die Sie, sprechen Sie mit denen, was kriegen Sie von denen mit? Was sind deren Ängste vielleicht auch, die Sie wahrnehmen? Also das ist das, was ich gesagt habe, ehrlich gesagt, gerade die Migration betrifft sehr viele direkt, gerade in der Schule. Und das können auch genauso Türken sein. Beispiel, ich war vor ein paar Wochen in München bei einer Veranstaltung. Da waren dann mehrere junge Leute, die extra gekommen waren, um Fotos zu machen und so weiter. Und ein junger Türke war dabei, der sagte, ja, ich sehe es genauso. Und viele von uns sehen das so, dass die Migration, die jetzt stattfindet, ein Riesenproblem ist. Dass das Land immer mehr gegen die Wand fährt. Und das ist, glaube ich, nochmal einmal Geräusche. Ich bin gleich fertig, keine Sorge. Jetzt verändert sich der Hintergrund so recht drastisch. Ja, fällt das so auf? Für alle, die jetzt die Frage 1, die Frage 72 schneidest, dann fällt es schon auf. Okay. Nee, sonst dahinter auch Frau und Sieger. Das ist nicht schlimm. Wo war mich stehen geblieben? München. Also das sind so Erlebnisse, wenn ich halt dort auf einen jungen Türken treffe, der sagt, ich sehe es genauso, ich wähle AfD, ich unterstütze euch. Und viele, die ihr kennt, Türken, tun das genauso. Vor wenigen Wochen ein Kurde, der war zwar nicht mehr so jung, aber der war so mein Alter, genauso. Das heißt, wir erreichen mittlerweile auch viele Leute, die ganz ähnliche Ansichten haben und auch darüber sprechen, viel der Migration, die stattgefunden hat, ist falsch, ist schädlich. Vor allen Dingen junge Leute merken das. Und das sehe ich bei Veranstaltungen, das sehe ich über Praktika. Also viele Leute bei mir bewerben sich eine Woche im Bundestag, das biete ich auch gerne an. Dann läuft man mit und dann gibt es auch einen regen Austausch. Das sind Leute von, der Jüngste war 15, der Älteste glaube ich 29. Und die haben dann ihre Eindrücke hier gewonnen und sind aber schon in vielerlei Hinsicht sehr, sehr klar strukturiert, wo sie auch die Probleme sehen, die wirklichen Probleme sehen. Insofern habe ich eigentlich relativ viel Austausch dafür, dass ich gar nicht mehr so jung bin, ehrlich gesagt. Und bin da auch guter Dinge, dass das gerade durch die sozialen Medien weiter so bleibt.
Glauben Sie denn, dass die AfD es schaffen könnte, mit immer mehr jungen Stimmen irgendwann auch an die Macht zu kommen, also regierungsbildend zu sein? Also wir werden sicherlich in absehbarer Zeit in irgendeinem Bundesland im Osten auf die eine oder andere Weise mitregieren, ob jetzt Minderheitsregierung oder was auch immer. Die Stimmen der Jungen werden davon immer wichtiger, weil die Alten oftmals noch Beharrungskräfte haben, nach dem Motto einmal CDU, immer CDU. Aber das Gros der Leute ist natürlich, sind die Älteren. Also die Masse an Stimmen. Die Masse an Stimmen sind die Älteren. Aber bei den jungen Leuten sehe ich am meisten Potenzial, definitiv. Das war in Thüringen sowieso so, da haben die meisten jungen Leute AfD gewählt. Bayern, Hessen, glaube ich, zweite Stelle, glaube ich. Und gut, nächstes Jahr, ich sag mal, Sachsen, Thüringen, Brandenburg, da dürfte es eigentlich auch ganz gut aussehen. Also, da bin ich sehr zuversichtlich. Gut, ich wollte Sie eigentlich nochmal, ich hatte mir irgendwie, aber das habe ich mir jetzt auch falsch vorgestellt. Da wahrscheinlich ja. Ich dachte, dass Sie klare Werte und Ideale formulieren können, die Sie sich bei jungen Menschen wünschen würden. Sagen Sie mal ein Beispiel. Wie ein Beispiel? Was Sie sich so vorgestellt haben. Sie haben sich ja vorher vorgestellt. Nee, also im Sinne von, ich weiß nicht, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, gerade auch patriotischere Parteien oder Positionen haben in lassen mitschwingen, dass es da auch um bestimmte Werte und Ideale geht, die man aufzählen könnte. Was denken Sie denn? Ich verstehe Ihre Rückfrage nicht, es geht mir um Sie. Also ja klar, aber damit ich Sie verstehen kann, was es sein soll, brauche ich mal ein Beispiel. Dann kann ich Ihnen sagen, ja, stimmt, finde ich gut. Naja, es gibt ja, ich meine, keine Ahnung, was sind denn, also wir haben irgendwie auf der einen Seite eine große Toleranz, es geht da um LGBTQ, es geht um die Inklusion und so weiter. Und dagegen scheinen Sie ja auch was anzubieten, was manchen jungen Menschen gefällt. Also, Homosexuelle, alles wunderbar. Ich meine, ich komme aus Köln. Wo kann man das mehr erlebt haben als in Köln? Aber das Übermaß, dass man irgendwas toll finden muss, dass ich irgendwie transsexuell toll finden muss und dass das irgendwie, wenn ich es nicht toll finde oder wenn ich halt irgendwie, konkretes Beispiel, Männer in Frauenkleidern nicht mehr Mann in Frauenkleid nennen darf, sondern Frau sagen muss. Das verstehen viele nicht. Verstehe ich auch nicht. Und so weit sind wir aber. Also, wenn es Ihnen einen Wert daraus machen soll, nach dem Motto, ich bleibe immer im Spiegel, sagen, was ist. Konkret sein. Konkret in der Sprache. Und einfach klar sagen, ich sehe einen Mann in Frauenkleidern. Das ist aber keine Frau. Wenn er eine sein will, kann er gerne rumrennen wie eine. Ich tue dem nichts, er tut mir ehrlich gesagt auch nichts. Aber ich muss doch nicht so irre sein und den dann nachher als zwingend Frau ansehen müssen, wenn ich das nicht tue, kriege ich Ärger mit den Medien und am besten demnächst noch eine Geldstrafe. Das ist ein Beispiel jetzt. Genau, wenn wir dabei bleiben, auch beispielsweise, wenn es um Beziehungen, Partnerschaften bei jungen Menschen geht, was würden Sie denn da auch vorleben? Also es gibt ja auch, Sie haben ja auch eine gewisse Vorbildfunktion. Was für Werte vermitteln Sie denn? Bin ich wahrscheinlich kein gutes Vorbild. Da, also geht es ist Ihnen wichtig, dass... Ich bin nicht bieder, wenn Sie das meinen. Was sagen Sie jetzt? Nee, auch wenn ich so aussehe. Genau, aber welche Werte alles vermitteln gut. Sie denn da? Also geht es darum, dass man auch bei jungen Menschen irgendwie traditionelle Ehe, irgendwie Werte wieder stärkt? Fände ich gut. Dann beschreiben Sie gut. Das gerne mal. Das interessiert mich nicht. Was man Ja sagt zur Familie, finde ich enorm wichtig. Dass man Ja sagt zu Kindern und dass man nicht irgendwie, ich sag mal, nur Weißwein und nette Katze auf dem Sofa hat, finde ich schade. Finde ich nicht so sinnstiftend. Soll jeder für sich entscheiden. Aber wenn Sie mich konkret fragen, was ich vorleben will oder was ich gut finde, dass Leute mehr sich einlassen auf Beziehungen, auch entsprechend Familien gründen, gerne auch heiraten. Ich bin geschieden, werde aber nochmal heiraten bald. Corona hat es erstmal nicht zugelassen. Und dass die Leute einfach dann auch wirklich ihr Leben in die Hand nehmen, auch für Dritte Verantwortung übernehmen. Das ist wichtig. Das ist, glaube ich, auch leider bei vielen eben nicht mehr der Fall gewesen. Beispiel, was würden Sie sagen, wie viele Ein- und Zwei-Personen-Haushalte haben wir in Großstädten wie Köln und Düsseldorf? Viele. Anteil, Prozent?
bin ganz furchtbar mit Zahlen. 75%. 75%, teilweise 80 in Dresden, sind nur noch Ein- und Zwei-Personen-Haushalte. Das ist eine Katastrophe. Das ist gesellschaftlich total irre, weil alles mehr atomisiert. Unabhängig davon, dass viel Wohnraum gebraucht wird, was auch schlecht ist, ist es eine Entwicklung in der Gesellschaft, dass viele Leute eben nicht mehr zusammenleben, eben keine Kinder mehr haben oder nur eins. Das ist in mehrerer Hinsicht eine Katastrophe. Und da bin ich sicherlich jemand, der sagt, das sollten möglichst viele Menschen ändern und gerade auch junge Menschen. Ich halte es für sehr, sehr sinnvoll, zu Familien Ja zu sagen und der richtige Zeitpunkt ist immer. Also ja, wenn man sagt, der Zeitpunkt ist nicht richtig, er ist immer richtig. Nochmal eine letzte Frage zu TikTok. Kommen Sie sich da manchmal ein bisschen komisch bei vor als 48-jähriger Bundestagsabgeordneter auf TikTok? Ja, als alter Mann komme ich mir ab und zu komisch vor, aber nur ab und zu. Und warum machen Sie es trotzdem? Weil ab und zu, und ich komme mir oft komisch vor und das ist nicht so schlimm. Und weil wichtiger ist, die Jugend zu erreichen und ansprechen zu können? Ja. Also ich bin zwar deutlich älter als Helferich, aber er sieht älter aus. Das können wir auch mit reinnehmen. Okay, gut, dann bin ich jetzt durch. Ich habe Adrians Fragen gestellt. Ja, das war halt auch... Kurz. Mehr Fragen hat er nicht? Nee, er hatte weniger Fragen, ehrlich gesagt. Er hatte weniger... Ach, hat er die ihn schon... Er hatte weniger Fragen, aber er hat mich natürlich auch gefragt, das mit dem Angst schüren vor Migration. Und dann, ich meine, was erwarten Sie denn? Das sind so klassische Suggestivfragen nach dem Motto, ich schüre. Nein, das, was passiert draußen... Sie stellen ja auch Suggestivfragen. Also, aber was denn zum Beispiel? Das, was passiert draußen, bilden Sie ab, wie neutral... Sind Sie dabei? Ich bin natürlich, habe ich eine Botschaft. Ich bin ja kein neutraler Journalist wie Sie, der nur neugierig, objektiv an Sachen rangeht, sondern ich bin natürlich jemand, der auch einen aktivistischen Anteil hat. Völlig klar. Aber was anderes würden Sie von mir nicht erwarten. Aber ich versuche schon, den Leuten zuzuhören und nachzufragen. Sie haben ja auch, also ich meine, Angst schüren, damit wird ja auch ausgedrückt, dass Sie eine gewisse Bedrohung wahrnehmen und das, so beschreiben Sie das zumindest ja selber auch. Ich schüre keine Angst, sondern ich sage, das passiert und daraus sind bestimmte Maßnahmen abzuleiten. Sie nehmen es als Bedrohung und Ursachen. Auch wahr. Ja, klar ist Bedrohung. Würden Sie nicht sagen, es ist eine Bedrohung, wenn Sie immer mehr Sexualdelikte in diesem Land haben, würden Sie das nicht sagen? Weil insofern ist der Begriff Angst schüren ja einfach auch darauf bezogen, dass Sie offensichtlich ja auch Angst haben davor. Nee, schüren ist darauf angelegt zu sagen, jemand macht mehr daraus. Das ist schüren. Sie schüren ein Feuer, damit mehr draus wird. Das ist schüren. Und das tue ich nicht. Und ich sage schlichtweg, es gibt eine riesen Bedrohung da draußen. Und die müssen wir fokussieren. Da müssen wir rangehen. Und das ist wichtig. Die Leute mal drüber nachdenken, was passiert in 15 Jahren. Das ist genau mein Beispiel gewesen. Was war vor 15 Jahren? Was wird in 15 Jahren sein? Wenn es so weitergeht, ganz ehrlich... LGBT, weiß ich was, hat ein Riesenproblem als Erste mit dem, was gerade auf uns zukommt. Sie sehen es. Gehen Sie doch mal nach Neukölln und schreiben LGBTQ für Palästina. Der Großteil der Femizide findet ja beispielsweise in Beziehungen und Partnerschaften statt, auch oft mit Deutschen. Schlimm genug. Mhm. Aber im Verhältnis. Sie müssen immer im Verhältnis sehen. Anteilig haben Sie bei Afghanen ein Vielfaches an Sexualdelikten als am Durchschnitt der Bevölkerung. Statistik, denke ich mir nicht aus. Ich habe es dabei. Ich sehe es. Ja, okay. Ja, dafür will ich auch die Jugend schützen, jeden. Auch Sie. Gut. Dann haben wir es, glaube ich. Vielen Dank. Danke auch. Also dann bringen wir auch die Stühle zurück. Ja. Sonst kriegen wir Ärger. Ja.